ein Stück Gold zu finden und damit reich zu werden. Das war der Traum vieler vor vielen hundert Jahren. Heutzutage macht man es anders. Man kauft es hoffentlich günstig in der Hoffnung, dass es nach oben steigt und immer wertvoller wird. Das ist der sicherlich etwas bequemere Weg. Aber ob der immer noch in die richtige Richtung zeigt, das müssen wir uns mal anschauen. Wie sieht es denn aktuell aus mit dem Goldpreis? Können wir erwarten, dass der Kurs jetzt wirklich auf dem Weg nach oben ist? Viele hoffen drauf. Mensch, Stichwort Inflation. Es muss doch quasi nach oben gehen. Oder eben nicht? Das wollen wir uns mal angucken. Dabei schauen wir auf Gold, wir werden auf Silber schauen, aber auch noch auf zwei andere Titel. Bleibt also unbedingt dran. Ja, ich habe es eingangs erwähnt, wir haben einiges vor, deshalb wollen wir gleich rangehen an den Chart. Und damit bin ich beim ersten Stichwort, nämlich wir wollen uns Charts angucken, nicht die fundamentalen Hintergründe. Ich bin nicht so sehr daran interessiert, müsste der Kurs steigen, weil dieses oder jenes passiert, sondern ich bin eher in der Situation, dass ich sage, was machen die Marktteilnehmer? Tun sie es aktuell schon? Zeigen sie das Kaufinteresse? Drücken sie Geld in den Markt oder drücken sie es aktuell nicht? Und das sehen wir idealerweise am Chart und den wollen wir uns mal angucken. Vielleicht können wir daraus ein bisschen was ablesen. So, und da fangen wir mit Gold natürlich an. Und Gold hat eine interessante Situation, die ich euch im 4-Stunden-Chart zunächst mal zeigen will. Denn das ist mehr oder weniger das, was wir uns vor ein paar Tagen schon mal angeguckt hatten. Nämlich die relativ deutliche Aufwärtsbewegung. Dann hatten wir so ein ABC-Teil hier nach hinten und die tatsächliche Fortsetzung nach oben. Aber ihr seht schon, so richtig begeisternd war das noch nicht. Wir hatten ja auch einen Trade vorgeschlagen, beziehungsweise für uns als Approved Setup eben durchgewunken. Das war quasi ein Long Entry hier an dieser Stelle. Der ist allerdings zumindest mal für uns jetzt hier an der Stelle ausgestoppt worden, denn der Markt hat sich nicht nach oben entwickelt, wie wir uns das vorgestellt haben. Wunsch und Vater des Gedanken war, dass dieser Anstieg, den wir hier haben, sich quasi hier hinten nochmal fortsetzt, so eine 1:1 Projektion. Das ist durchaus typisch, das ist durchaus normal, dass sowas passiert, wenn das hier in diesem Fall passiert wäre oder passieren sollte, dann sollte der Rücksatz allerdings nicht so groß mehr sein. Wir sehen, dass der Kurs hier in einer Abwärtsbewegung ist. Das ist nicht das, was wir uns wünschen in einem Bullenmarkt, in einem Aufwärtsmarkt. Also war das für uns die Logik, dann die Position vorläufig zu schließen. Ja, damit das bullische Bild also schon rum. Ja, noch nicht gänzlich. Also jetzt in diesem Moment natürlich schon. Die Idee, die wir ursprünglich hatten, nämlich dass diese Bewegung möglichst zügig jetzt hier sich nochmal anschließt, ist eben nicht mehr existent. Deshalb der Grund mit dem Nachziehen. Das ist übrigens etwas, was viele nicht so richtig auf dem Radar haben. Viele sagen dann immer, ja, siehst du, dann lagst du mit falsch. Ja, ja, natürlich, da lag ich nicht mit dem richtig. Nämlich mit meiner Aussage, dass der Kurs doch idealerweise das, was wir vorne machen, hier hinten nochmal macht. Das tut er zwar sehr häufig und tut er zwar regelmäßig, aber eben leider auch nicht immer. Auf der anderen Seite hatten wir auch keine großen Risiken, denn wir konnten den Stop ja relativ schnell nachziehen. In dem Fall ist es sogar eine grüne Null gewesen hier, also wirklich bedeutungsvoll ist es nicht. Das kann auch eine rote Null werden, kann auch mal ein negatives Ergebnis sein. Aber wir haben in so einem Szenario sehr häufig die Möglichkeit, zumindest den Stop mal einigermaßen nachzuziehen. Und damit die blöden Situationen, die wir leider nicht verhindern können, dann eben nicht ganz so intensiv spüren zu müssen. Wäre er aber nach oben gegangen, hätten wir ein Mehrfaches unseres Einsatzes auf der Gewinnseite gehabt. So, ist diese Geschichte jetzt rum? Ja, der direkte Anstieg hier nach oben ist tatsächlich erstmal nicht so existent. Wir können mal unsere Alarmmarken wegmachen. Das Ganze ist jetzt erstmal für mich so gar kein Thema mehr. Natürlich kann der Kurs jetzt noch nach oben steigen, würde dann allerdings ein anderes Bild aufmachen. Eine Möglichkeit wäre, dass der Kurs im Prinzip sein ABC, ABC und danach nochmal so ein Abwärtsszenario hier bringt. Und dann muss man gucken, ob es hier gegebenenfalls nochmal eine Art Cluster gibt, eine Wendemarke, auf der das Ganze aufsetzt und dann dreht. Das ist in diesem Video noch zu früh. Das werden wir entweder im Laufe der Woche sehen, vielleicht aber auch am Wochenende nächste Woche, dass man da schon ein bisschen mehr Klarheit hat. Da guckt ein bisschen drauf. Worauf kann man gucken? Gibt es ein Cluster hier beispielsweise? Cluster wäre durchaus gegeben durch Unterstützungsniveaus aus Fibonaccis und aus allen möglichen. Wir können das mal ganz kurz durchexerzieren. Also eine Möglichkeit wäre natürlich hier die Fibonacci Retracement sich anzugucken. Wir haben die Möglichkeit hier die Zwischentiefs anzuschauen beispielsweise. Das sind mal zwei, die hier ein wenig auf diese Marke hier eben achten lassen. Wir können auch gucken, ob es vielleicht Projektionen, das heißt, dass wir das, was wir hier vorne hatten als erste Abwärtsbewegung, ich hatte ja gesagt ABC runter, dann ABC hoch,
dass sich das nochmal fortsetzt. Allerdings in dem Fall natürlich nicht die 100er-Marke, die liegt ja viel zu hoch, sondern es sollte ja ein Umfeld dieser Marke sein. Und es deutet sich ein bisschen an, dass wir hier, man sieht es kaum, eine dünne gelbe Linie haben. Das ist die 161,8. Das heißt, dass wir im Prinzip so ein Muster haben: ABC, ABC und danach nochmal hier den Schub nach unten. Dann wäre die Korrektur zu Ende. Es wäre eine Seitwärtskorrektur, wie man dazu sagt. Also eine ABC. Ich kann das auch nochmal einmal in der Theorie kurz zeigen, wie das Ganze aussieht. Das ist dann in etwa eine Flat-Korrektur, also eine ABC runter. Die haben wir gesehen. Hier an der Stelle sind wir long gegangen quasi. Dann kam eine ABC und haben wir gesagt, vielleicht läuft die ja noch weiter. Ist sie aber nicht und hat uns dann quasi am Einstieg, also hier ungefähr rausgeholt. Und jetzt ist die Frage, geht es noch ein bisschen weiter runter und kommen wir noch mal auf ungefähr dieses Niveau? Das muss nicht exakt diese Höhe sein, aber im Moment sieht es ja danach aus, als ob wir hier bei Gold ein Cluster hätten. Da wäre dann die nächste Chance, noch mal drauf zu gucken, ob der Markt da dreht. Möglichkeiten für einen Dreh gibt es da viele. Man kann dann gucken, ob man vielleicht irgendeinen Indikator verwendet. Das ist jetzt nicht so etwas, was ich so häufig mache. Kann man natürlich dann mal ins Auge fassen, wenn der Kurs das tatsächlich hat. Achtet immer darauf, dass ihr einen Indikator habt, der sich in etwa angepasst hat an die aktuelle Situation. Also es macht keinen Sinn, hier auf den Dreh zu setzen, wenn er auch hier die ganze Zeit nicht gedreht hat an den entsprechenden Hoch- und Tiefmarken. Dieser, so wie ich ihn jetzt habe, sieht einigermaßen synchronisiert aus. Also man sieht, dass die Hochs und Tiefs in irgendeiner Form schon irgendwas mit dem Chart zu tun haben. Also wenn ihr hier unten guckt und dann da oben das vergleicht, dann sieht das ein bisschen danach aus. Sprich, wenn wir hier an dieses Cluster rankommen und er fängt hier an zu drehen, dann das wäre durchaus ein Zeichen für einen Anstieg. Ich persönlich gucke dann noch sogar noch eine Stufe lieber auf den kleinen Chart und sage dann, wenn wir hier einen Schub hoch haben, wackelig runter. Also das Gleiche, was wir hier haben, nur auf einer kleineren Ebene, wäre das ebenfalls ein Indiz, um dann long zu gehen und dann eben dieses Teilstück nochmal zu bekommen, eben in der Aufwärtsrichtung. Also die Ziele bei 18,60 sind noch nicht gänzlich vom Tisch, erfordern aber, dass der Kurs tatsächlich von diesem Niveau abprallen. Und das bleibt eben noch offen. Das werden wir sehen, ob es an dieser Marke passiert. Zwei, drei Hinweise, eben zum Beispiel, wenn der Indikator dreht, zum Beispiel, wenn wir dieses Kursmuster, was ich jetzt wieder rausgelöscht habe, Schub hoch, wackelig runter hier bekommen. Das sind so kleine Indizien, die man dafür nutzen kann. Auch die sind natürlich nicht sakrosankt im Sinne von, das kann gar nicht falsch gehen, das ist 100% sicher, das sind heilige Marken. Nein, das sind sie natürlich nicht. Aber nehmen wir mal an, wir würden in diesem Umfeld dann eine Long-Position eingehen, irgendwo jetzt hier in diesem Bereich mit Bestätigung oder vielleicht auch nur, weil der Indikator gedreht hat, wäre das eine mögliche Risikogröße, die man dann hätte? Und das wäre die erwartete Gewinngröße, die man hat. Und ihr seht, das kommt gar nicht darauf an, dass man hier jedes Mal richtig liegt. Also ihr habt hier ein Mehrfaches an Überschuss, also ungefähr 3 zu 1, je nachdem, wie das dann konkret aussieht, als Chance-Risiko-Relation. Und das wären ja Trefferquoten von 25%, die das Ganze, also besser idealerweise, ein bisschen muss man auch noch die Gebühren reinrechnen, aber alles, was in dem Bereich und besser ist, führt uns dann in die positive Richtung. Dafür sind die Chancen ja nicht ganz schlecht. Also das bullische Bild noch nicht gänzlich zu Ende. Allerdings übertrieben bullisch muss man auch noch nicht sein, denn insgesamt ist die letzte Abwärtsbewegung ja relativ scharf nach unten gewesen. Und jetzt wird es spannend. Deshalb mag ich noch lieber als diesen Indikator, mag ich es noch lieber, wenn ich hier ein bisschen beobachte, wie ist das denn die Bewegung, die wir hier haben? Bekommen wir jetzt tatsächlich hier den Schub hoch und wackelig runter oder bekommen wir alternativ dann wackelig nur nach oben? Deshalb das mit der Bestätigung, was ich eben gesagt habe, nicht sofort reinzugehen. Geht es nämlich wackelig nach oben, dann würde ich die Fortsetzung nach unten noch mal sehen und erwarten. Also sprich, dass wir quasi die Fortsetzung dieser Bewegung hier noch mal haben. Das würde sich dann entsprechend hier entscheiden. Also dieses Teilstück wird maßgeblich entscheidend sein. Nichtsdestotrotz aus meiner Sicht denkbar an dieser Stelle eine Long-Position, wie eben angedacht. Wir werden das sicherlich im Born for Trading dann auch als ein Approved Setup vorschlagen, wenn die Situation dann so aussieht, wie es eben auf der bullischen Seite sinnvoll ist. Wird es hier sehr wackelig hochgehen, dann werden wir mit Sicherheit einen Short Trigger finden und dann die entsprechenden Trades bei uns mit auf die Liste dann mit setzen, also entsprechend für die Short-Seite. Wer da keinen Zugriff drauf hat, kann sich natürlich kostenfrei mal testhalber anmelden, kann sich das angucken. Wer das gar nicht will, wer sagt, macht ihr euren Mist alleine, guckt selber ein bisschen auf dieses Szenario, ob es das eine oder andere
Szenario eben darstellt, also dieses hier beispielsweise, was den Short initiieren würde, oder dieses, was vorläufig erstmal die Long-Seite bevorzugen würde. Denkt da ein bisschen dran, wie das in etwa aussehen mag. So, wie passt das jetzt in das Gesamtbild? Beim Goldkurs tatsächlich sind wir ja eigentlich gar nicht so schlecht gelaunt, was Gold angeht, denn die Aufwärtsrichtung, die übergeordnete, die ist ja nun mal stark nach oben und viele sagen, es muss doch sowieso nach oben gehen, die Notenbanken gucken mit Geld in den Markt, der Kurs kann eigentlich nur steigen. Ja, eigentlich sehe ich das genauso, nur als Händler muss ich halt nicht gucken, was er kann oder was er müsste, sondern muss ich halt gucken auf das, was die Marktteilnehmer machen. Und die Marktteilnehmer sind aktuell, wenn dann anfänglich gewillt, auf der Kaufseite zu sein, nach diesem Anstieg, den wir hier haben. Allerdings steht dem das noch entgegen. Insofern bin ich da noch etwas verhalten und würde mich sogar nicht mal wundern, wenn der Kurs nochmal einmal hier eine tiefere Stelle hier erreicht und dann kann man immer noch sagen, ja gut, dann geht's halt nach oben. Also mein bullisches Bild, das bleibt meine Einstellung grundsätzlich gesagt, aber die Überlegung halt, ob es nicht nochmal einmal über den Umweg da unten geht. Ich halte das für mehr oder weniger realistisch, dass das passiert, insbesondere nach diesem anfänglichen Rücksetzer, den wir hier hatten von Juni, der doch sehr, sehr scharf war. Und da hängt es jetzt extrem davon ab, ob wir jetzt dieses Szenario, das würde uns ja sofort nach unten führen, oder ob wir vielleicht noch quasi einen zweiten Anstieg haben bis die 1860, die ich erwähnt habe, und anschließend erst nach unten gehen. Und dann wäre quasi dieses Tief, möglicherweise, wenn es denn da liegt, das wissen wir ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht, quasi der Trigger. Also, ich will gar nicht so bärisch sprechen. Aktuell ist es ja durchaus realistisch, dass wir in diesem Bereich ja zumindest erstmal einen Long Trade nochmal initiieren können. Da finde ich, spricht durchaus einiges dafür. Aber aus meiner Sicht wichtig, das nicht aus den Augen zu lassen, dass der Markt realistische Chancen hat, eben nochmal dieses tiefere Tief anzusteuern und dann erst nach oben zu gehen. Also wer jetzt zu blauäugig ist und sagt, ja, es muss aber jetzt passieren, der kann davon nochmal böse überrascht werden von diesem Szenario. So, soweit die Geschichte im Goldkurs, das, was wir ja auch als konkreten Trade hier vorgeschlagen hatten, oder was heißt vorgeschlagen, aber zumindest mal, was unser Approval bekommen hat, unsere eigentlich, wo wir sagen, ja, so kann ein Trade aussehen, als Gesamtidee. So, dann gucken wir nochmal auf den Silberkurs, denn Silber ist ja auch mehr als spannend, allerdings ebenfalls noch nicht so richtig auf dem Bullenmarkt und deshalb finde ich, geht das eigentlich Hand in Hand, denn die sind ja relativ ähnlich, nicht wirklich gleich, das kann man nicht sagen, aber sie sind häufig ja nicht ganz unähnlich, anders als andere Metalle wie Kupfer beispielsweise, wie Palladium und so weiter, also da gibt es eine ganze Reihe, die ja dann nochmal ihre eigenen Bewegungsrichtungen dann haben, aber Gold und Silber relativ ähnlich und auch bei Silber bin ich nach wie vor, da hat sich in dem großen Bild nichts verändert, deshalb will ich das nicht neu erklären, denn es wird euch ja langweilig, wenn ich das erzähle. Diese Aufwärtsbewegung, die wir hier haben, ist nicht wirklich motivierend aus meiner Sicht für Käufe. Ich mache mal hier das Wackelige da nochmal raus. Das ist ein klassisches Bild eigentlich, was nicht impulsiv aussieht, was nicht Begeisterung ausstrahlt, so wie wir das hier hatten, sondern was eben ganz klar korrektiv aussieht. Deshalb bin ich vorläufig, auch wenn ich übergeordnet sehr gute Chancen sehe, logisch wäre es absolut und ich sehe auch charttechnisch sehr gute Chancen, denn so ein Anstieg, der bleibt selten allein, da wird nochmal was hinterherkommen, aber offensichtlich noch nicht jetzt, denn die Marktteilnehmer haben, wir sehen das hier im 4-Stunden-Chart, ja noch den Abwärtstrend sehr, sehr stark. Ein bisschen mutet das an, als ob wir hier eine große Pause hatten, als ob wir dann nochmal runter sind, hier jetzt gerade eine Pause hatten. Und jetzt hier nochmal den nächsten Schub nach unten haben, das wäre dann quasi der Fünfweller. Und das wäre aber zu hoch noch für dieses Tief, was wir hier haben müssten. Das heißt, eigentlich wäre es dann nochmal geschickt, dass wir das Gleiche nochmal bekommen. Beispielsweise so in der Form, also das hier vorne nochmal. Und dann wären wir auch zumindest mal in der Nähe wieder der Marke, zum Beispiel hier der 22er. Es kann ja alles ein bisschen höher, ein bisschen größer ausfallen, als ich das jetzt hier gezeichnet habe. Also das wäre durchaus nicht unrealistisch, dass wir uns damit nochmal in dieses Tief hier daran arbeiten, an die Situation. Ansonsten gibt es zu Silber eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Also wenn ich den Verlauf hier nochmal mir angucke, schaut euch das mal an, was der Kurs hier gekonnt hat. Im Moment ist das hier die Aufwärtsbewegung eben offensichtlich nicht die starke. Wir sehen das auch hier hinten, dass das hier die letzte Aufwärtsbewegung nicht die starke ist. Ich muss allerdings dazu sagen, diese erste Abwärtsbewegung hier auch nicht.
Ja, also da müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Aber die ist nun mal noch schwächer. Also wenn ich sagen muss, welche ist schwächer, diese hier oder diese, würde ich natürlich sagen, die Aufwärtsbewegung ist schwächer. Und mit diesem Trigger hier auf dieser Seite haben wir eigentlich ein Türchen nach unten weiter aufgemacht. Und wenn das einigermaßen hier passen sollte, also die Abwärtsbewegung hier nochmal sich anschließt, dann sollten wir auch dieses Tief nochmal, da sind wir ja fast dran, also das ist jetzt nicht wirklich eine große Nachricht hier 25,50, dass wir die nochmal erreichen, sondern dass das Ganze quasi dann hier vielleicht im kleinen, im Nahkampfchart dann nochmal irgendwie so aussieht, würde mich zumindest mal nicht wundern. Also Tiefs hier, vielleicht 24, also 25 sowieso, 24,50 in der Richtung, wären jetzt so richtig aus meiner Sicht keine Überraschung. Und wenn es dann wackelig eben hochgeht, sprich korrektiv nach oben geht, das ist wichtig, mit Kursüberschneidung oder eben dreiwellig hier nach oben geht, dann wäre das ein Indiz dafür, dass wir dann tatsächlich auf dem besten Weg sind, das hier nochmal anzusteuern, Marken um die 21. Was würde dieses bärische Bild kaputt machen, was ich jetzt hier skizziert habe, wenn der Markt mal einen scharfen Schub nach oben macht? Dabei spielt die Größe gar nicht so eine große Rolle. Natürlich, je größer, desto bedeutungsvoller ist das Ganze. Aber erstmal ist ein Schub ein ganz klares Anzeichen, ha, das ist eine wichtige Bewegungsrichtung. Und wenn dann was Wackeliges, eben ABC oder überschneidend nach unten geht, dann wäre das der Trigger für die Long-Seite. So, und jetzt haben wir aber blöderweise bis jetzt, also in der letzten Zeit, genau nicht einen Schub nach oben, sondern wir sehen das hier im Viertelstundenchart. Wir haben Schub nach unten und das ist eben auch Grund dafür, davon auszugehen, dass sich das fortsetzt. Wir hatten hier vorne schon einen Schub, dann haben wir eine Abwärts-, nein, Entschuldigung, eine Aufwärts- dreiwellige Bewegung oder zumindest mal auf jeden Fall nicht überlappungsfrei, scharfe Bewegung im Verhältnis zu der Abwärtsbewegung erst recht nicht, und da schließt sich halt gerne dann das an. Also das zeichnet sich dann hier offensichtlich dann auch ab. Sprich, der nächste Wackelige dann würde eine Fortsetzung nach unten im Sinne eines Fünfwellers absolut verträglich machen. Sprich, wir haben hier wieder eine 1, 2, 3, 4, 5 und ja, hätten damit dann gegebenenfalls dieses Mittelstück hier quasi 1, 2, 3, 4, 5 fertig, dann kommt eine kleine Korrektur und nochmal der letzte, damit wir auch hier eine 1, 2, 3, 4, 5 hätten. Das muss natürlich nicht immer so kommen, aber das sind die mustergültigen Verlaufsverhalten sozusagen. Und wenn das so schön zu erkennen ist, dann kann man das für einen Trade nutzen. Leider ist es nicht immer so schön zu erkennen. Ja gut, dann muss man halt zugucken und warten, bis der nächste klare Bereich dann eben kommt, der dann vielleicht auf der größeren Ebene wackelig dann läuft oder auf der noch größeren Ebene wackelig läuft oder auf der noch größeren, egal auf welcher Ebene. Aber wenn man es im Kleinen nicht sieht, guckt man im Größeren. Wenn man es im Größeren nicht sieht, guckt man es im Kleineren. Und wenn es nirgends zu sehen ist, guckt man sich was anderes an. So, jetzt habe ich lange gesprochen. Ich habe mehrere Beispiele gebracht. Das könnt ihr generell anwenden, immer wieder für eure Trades. Also, das ist nicht nur beschränkt jetzt auf diese Titel, die wir jetzt hier besprochen haben. Nein, ihr könnt das auf jeden Markt anwenden, den ihr toll findet, wo ihr sagt, Mensch, das ist doch eine klasse Geschichte. Versucht es dort anzuwenden, wo es für euch passend ist, wo ihr sagt, Mensch, das ist mein Lieblingsmarkt. Eine eigene Aktie kann das beispielsweise sein, das kann ein Future-Markt sein, ein Index sein. Wenn man sie nicht sieht, diese Verhaltensmuster, lasst die Finger davon. Und wenn ihr sagt, naja, aber da sieht man es jetzt ganz deutlich, hey, ist doch geil, dann nutzt das Ganze und nehmt das Ganze entsprechend dann da noch mit. So, in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.